So, ich bin die Schufi, ich bin 29 Jahre alt und wohne seit 7 Jahren in Österreich. Ich habe einige Zeit in der Gastronomie gearbeitet, dann habe ich in meinem Beruf im öffentlichen Dienst quasi gearbeitet und dann habe ich gemerkt bei der Corona-Krise, dass ich quasi meinen Beruf wechseln möchte und was Neues probieren möchte und bin dann so quasi zu ERG gekommen. Also im 2020 März, wo quasi Corona ein großes Thema war für uns alle, da habe ich halt eben festgestellt, weil wir auch in der Arbeit zum Teil Homeoffice machen konnten und da hat mir natürlich diese Möglichkeit sehr gefallen, dass man nicht jeden Tag in die Arbeit fahren muss, sondern auch zu Hause arbeiten kann. Und das war aber in meinem alten Job einfach nicht möglich quasi. Also auf längere Sicht und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte mir was anderes suchen, beziehungsweise war ich auch mit dem Job, also mit der Tätigkeit nicht mehr ganz zufrieden und ich habe einfach meine Zukunft in einem anderen Beruf gesehen, wo ich einfach mehr Kreativität haben kann, einfach mehr Sachen bestimmen kann, mitentscheiden kann und das war halt einfach im alten Job nicht möglich. Deswegen bin ich dann im 2020 Oktober, habe ich dann beschlossen, dass ich quasi einen Kurs mache und habe dann natürlich mehrere Anbieter angeschaut, unter anderem auch ELG. Genau, im Internet. Also ich habe einfach natürlich gegoogelt, die verschiedenen Möglichkeiten, wo halt jemand Online-Marketing-Kurse anbietet, die nicht so lange dauern und auch einfach nicht so viel kosten. Und dann bin ich halt eben auf ERG auch unter anderem gestoßen. Genau, also ich habe mehrere Anbieter angeschaut, aber einerseits, es war auch vom Preis her, also Preis-Leistungs-Verhältnis hat für mich am besten gepasst, beziehungsweise es war sehr flexibel gestaltet, ja, dass man auch die Prüfungen, man entscheiden konnte, wann man die Prüfungen quasi macht, man selbst entscheiden konnte, okay, wann habe ich Zeit zum Lernen. Es war nicht so, dass man an bestimmten Veranstaltungen oder Vorlesungen teilnehmen musste, sondern wirklich selber entscheiden konnte, okay, geht es sich jetzt mit der Zeit aus oder nicht. Und dann war das so, dass ich 40 Stunden gearbeitet habe und dann jeden Abend quasi gelernt habe und dann jede Woche eine Prüfung absolviert habe quasi und daneben noch ein Praktikum mit 20 Stunden gemacht habe. Also es war natürlich schon eine schwere Zeit in dem Sinne, dass ich natürlich gearbeitet habe, dann das Praktikum gemacht habe und noch den Kurs gemacht habe, aber ich habe einfach ein Ziel vor Augen gehabt. Ich habe gewusst, was ich erreichen möchte und ich bin ein sehr zielstrebiger Mensch. Also wenn ich ein Ziel vor meinen Augen habe, dann kämpfe ich dafür und das war einfach, also ich war einfach so bemüht, alles unter einem Dach zu bringen und unter einen Hut zu bringen und alles zu schaffen, dass diese Zeit nachträglich gar nicht so schwer war. Natürlich dort im Moment habe ich schon ein paar Mal das Gefühl gehabt, dass ich etwas müde bin oder dass alles ein bisschen zu viel ist, aber ich glaube, wenn man wirklich ein Ziel vor Auge hat, dann kann man sowas meistern. Und es war halt nicht für eine lange Zeit, also es war eine absehbare Zeit. Ich habe gewusst, das dauert ein paar Monate und dann kann ich aber schon einen Job suchen in diesem Bereich. Also ich würde schon sagen, dass es mich interessiert und ich bemüht bin, natürlich mich stets weiterzubilden, weil es vor allem in diesem Bereich sehr wichtig ist. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass ich in der Zukunft auch wieder bei ERG einen weiteren Diplomlehrgang oder einen Kurs machen würde. Genau, also wo ich angefangen habe zu arbeiten, was mir eine große Erleichterung war, dass ich mich wirklich nur in die internen Abläufe einlesen musste, beziehungsweise die internen Abläufe lernen musste, mich einlernen musste, weil sonst alles andere schon in meinem Kopf war. Dank natürlich auch dem Kurs und natürlich, dass ich mich stets weiterbilde und auch informiere über Internet und wie immer. Und deswegen musste ich tatsächlich nicht wirklich viel lernen, nur quasi die internen Abläufe und dann hat das schon sehr gut funktioniert mit der Arbeit von der ersten Woche her.